Wir haben nicht die Leute, um Kjötvis Feste zu stürmen. Die Verluste wären zu groß. Die Verluste sind jetzt schon zu groß, Vater. Bis diese Schlange tot ist, wird sie uns vergiften. Tag um Tag, Tropfen um Tropfen. Das Gift hat bereits unser Wasser verschmutzt. Götter, Eivor, was ist geschehen? Späher in unserem Lager. 3 Männer von Kjötvi geschickt, uns im Schlaf zu töten. Ich vergalt es ihnen. Da hörst du es. Das hast du vom Warten. Wir müssen auf diese Schmach antworten. Sie kamen aus Netherfall, dem Walfängerdorf in Kjötvis Einflussbereich. Doch schlagen wir zu. Wir brennen es nieder, bevor Kjötvi vom Tod seiner Späher erfährt. Er könnte mehr geschickt haben. Ich suche das Dorf ab, während du die Mannschaft sammelst. Nicht nötig. Heitam wird das Gebiet absuchen. Verlasst euch auf ihn, während wir unterwegs sind. Wir? Willst du dich anschließen? Ich bin nicht wie ihr für Valhall vorgesehen. Aber dies wird nicht meine erste Schlacht sein. Das gefällt mir nicht. Aber ich halte euch nicht auf. Führe meinen Sohn nicht in denselben Sturm, der dir folgt. So, Kjötvis Vorräte müssen wir plündern. Ich habe wieder ein Loch in der Schulter. So. Ich würde ganz gern zu Gunnar, aber der wird wahrscheinlich jetzt gerade... Werde ich den wahrscheinlich noch nicht erwischen können, oder? Wo war nochmal die Schmiede? Was siehst du? So, alle Markierungen entfernen. Und da setze ich immer ganz kurz eine Markierung. Gibt es keinen, der es mit mir aufnehmen will? So. Hier, weil ich wollte nämlich nochmal gucken, ob ich mittlerweile noch was aufwerten kann, weil ich ja jetzt, glaube ich, ein paar Barren bekommen habe. Willkommen zurück, Wolfsmal. Von daher gucken wir mal. Wenn wir das hier aufwerten. Wir haben 2 Stück. Ich werte das jetzt einfach mal auf. Okay, großartig hat sich jetzt das Aussehen nicht verändert. Und das hier würde ich auch mal noch aufwerten. Ich hoffe, es war kein Fehler. Oh, das sieht jetzt schon ein bisschen schicker aus. Brauchst du sonst noch etwas? Mehr brauche ich gerade nicht. Gut, komm jederzeit wieder. Okay. Gut, was ich gerade ganz gerne mal machen würde, wäre mal speichern. Ich habe nämlich schon seit Ewigkeiten nicht mehr gespeichert. So. Böses Erwachen. Was haben wir jetzt hier noch im Kodex Neues? Ah, Personen. Es sind einige Personen neu dazugekommen. Ich glaube, das würde ich dann eher beim nächsten Mal, oder? Ach komm. Sigurd Styrbjörnsson. Wohin Sigurd Styrbjörnsson führt, dorthin folgt man ihm. Eivors Adoptivbruder ist stark, furchtlos und charismatisch. Er könnte durch die stinkenden, giftigen Flüsse Helheims segeln und daraus eine Geschichte machen, die jeden abenteuerlustigen Wikinger um einen Platz auf seinem Schiff streiten ließe. Außerdem ist jedem, der ihn gut genug kennt, klar, dass Sigurd vielleicht etwas zu sehr geneigt ist, die Heldengeschichten über sich selbst zu glauben. Basim ibn Ishak. Ibn heißt Sohn von, oder? Basim, Sohn von Ishak. Ist aber viel. Ein erster typischer Eindruck von Basim ist eine Mischung aus Gefahr und Faszination. Bald darauf denkt man vielleicht, er würde immer mehrere Züge vorausdenken, aber wahrscheinlich spielt er sogar ein völlig anderes Spiel. Basim traf Sigurd Styrbjörnsson am selben Tag, als er einen Auftrag für eine wichtige Figur in dessen Heimat erhielt. Er wusste, die Götter meinten es gut mit ihm. Welche Götter das im Detail waren, war ihm egal.
So geheimnisvoll und abgeklärt wie die schattenhafte Bruderschaft, die er vertritt, verfolgt Basim ein Ziel, das selbst seinem Schützling Haitham unbekannt ist. Auch wenn dieser ihm näher steht als irgendeine andere lebende Person. Und Haitham. Als Haithams Welt zusammenbrach, boten ihm die Verborgenen einen Lebenssinn. Nun befindet er sich mit seinem Mentor Basim auf einer Reise ins Ungewisse und erfüllt die Pflichten seines Credos. Er weiß, dass er als Verborgener nie an Basim heranreichen wird, aber er ist sich sicher, dass er seiner Bruderschaft von großem Nutzen sein kann, wenn ihm die Gelegenheit gegeben wird. Styrbjörn, König von Fornberg. König Styrbjörn des Rabenclans, der letzte der Kleinkönige Rikjafilkis, gelangte nicht auf einem Schlag, sondern nur durch sorgfältige Planung an die Macht. Nun wird dieselbe Tugend, mit der er seine Krone gewann, von Freund, Feind und Familie in Frage gestellt. Eieiei. So. Gut. Wo müssen wir denn jetzt hin? Da hinten müssen wir hin. Das heißt, wir müssen eigentlich mit einem Schiff reisen, oder? Wir könnten aber theoretisch auch die Schnellreise dahin nehmen. Wäre auch eine Möglichkeit. Ich glaube, das ist wahrscheinlich gerade sogar das Sinnigste. Ansonsten sind wir einfach wieder Äonen von Jahren unterwegs hier. Gut, die Schnellreise wissen wir ja mittlerweile, die dauert auch so seine Zeit, aber... So. Wird trotzdem die sinnigere Variante sein. Ach Leute, ich muss ganz ehrlich sagen, mir macht das so einen Spaß. Ich finde das so schön. Man taucht so in diese Spielwelt ein. Das ist das, was ich an Assassin's Creed so toll finde. Und das finde ich hier nochmal mehr, empfinde ich das. Weil einfach Wikinger sind halt einfach so... Es ist so faszinierend. Es ist so faszinierend. Ich bin ja auch absolut nicht gläubig. Ich interessiere mich eigentlich auch für kaum eine Religion. Aber so die nordischen Gottheiten, ich finde das so spannend. Die ganze Mythologie. Von wo kommst du denn her? Ich finde das so spannend und ach, das ist einfach toll. Deswegen ist das perfekte... Ich bin sehr erschrocken hier. Deswegen ist das einfach das perfekte Spiel für mich. Ach, guck mal, da ist Ursheki. Mit dem wir schon mal unterwegs gewesen sind. Da ist auch noch irgendwas in der Entfernung. Da oben dieser goldene Punkt. Da würde ich ganz gerne mal noch hin. So. Aufpassen, dass ich niemanden über den Haufen reite. So, warte hier. Warte hier, Sleipnir. Hier darf mich niemand sehen. Kommt noch das Schild angeschlittert. Mal plündern. Ich glaube kaum, dass ich so erledigt bin. Bleibt wachsam, hört ihr? Ah, shit.
Überrascht die Ratte. Wow. Hier, R3. Da. Jawohl. Und der Geist hat ein Schild nach mir geworfen. Ja, Pech, jetzt hast du dich nichts mehr, ne? Aua. Du bist doch schon tot. Wo war der denn jetzt gerade? Wo war der gerade, der uns erwischt hat? So. Ich könnte sagen, ich hätte gerne meine Pfeile wieder. Danke. Ist der denn? Hilf mir. Sei meine Augen. Ja. Den Fall hätte ich bitte auch gerne wieder. Danke. Klemmt, ich muss auf die andere Seite. Ja. Was funktioniert hier eigentlich? Really? Okay, das heißt, wir brauchen hier wieder irgendwo ein Fenster, wo wir rein können. Hier muss es ja irgendwo einen Weg geben. Es ist voll unrealistisch. Normalerweise sollte ich die Tür aufklopfen können. Wo ist denn hier das Fenster? Muss es doch irgendeine Möglichkeit geben, reinzukommen, oder nicht? Tja, Ist ja auch noch was drin. Gucken wir mal. Selber so nach oben gucke, erwische ich mich immer wieder bei. Hatten auf jeden Fall jede Menge Pfeile noch mal drin. Und daher hat sich das schon mal gelohnt. Aber wie komme ich denn da rein? Guck mal, das ist doch irgendwo 8 Meter. Da ist irgendwie, muss ich da reinkommen. Es ärgert mich jetzt, dass ich das nicht finde. Ärgert mich sogar sehr. Hier können wir aber auch noch was plündern. 17 Silber, immerhin. Kleinvieh macht auch Mist.